In dem heutigen Video zeige ich euch die aktuelle UFO-Location, die es heute gibt zum Halloween. Nach dem Intro geht's auch direkt los. Let's go! Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute zeige ich euch die UFOs in der Phase 3. Und wir haben natürlich heute den 29.10.2023. Und hier haben wir dann UFO Nummer 1, also sprich UFO Nummer 13, welches wir holen können. Ist auf jeden Fall ganz einfach und easy. Dann gehen wir auch direkt weiter zu UFO 14. Das befindet sich hier am See beim Staudamm. Ich zeige euch jetzt eben noch kurz die Karte, wo sich das auf der Karte befindet. Und dann auch nochmal, wo ungefähr das dann auch spawnen wird. So ungefähr ist es dann ungefähr hier irgendwo zu sehen. UFO Nummer 15, also ist dann hier in dieser Location zu sehen. Ich keine Ahnung, wie nennt sich das? Winewood Hills. Auf jeden Fall hier. Da kann man das von entweder von da fotografieren, wo ich stehe, oder von noch ein bisschen weiter weg. Müsst ihr halt gucken, achtet darauf, dass es halt nicht despawnt. UFO Nummer 16 ist dann hier oben bei diesem kleinen, ja, Fabrik in der Nähe des Friedhofs. Kann man auf jeden Fall auch ganz einfach erreichen. Geht einfach auf den Berg da oder in irgendein hohes Haus in der Stadt und ihr könnt das ganz einfach fotografieren, ohne dass ihr was macht. Aber wie gesagt, man kann angeblich auch eingezogen werden zu einer Chance von 25%. Also wie gesagt, versucht es auf jeden Fall. Die dürften aber eigentlich auch nicht verschwinden, diese in dieser Phase. Wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall mal ausprobieren, Leute. Man sollte es ja irgendwie reinziehen lassen. Also muss man ja irgendwo sich runterstellen können. Hier war UFO Nummer 17. Dann gehen wir auch direkt weiter zu UFO Nummer 18. UFO Nummer 18 ist dann hier bei dem Mace Bank Tower, direkt auf dem Mace Bank Tower, direkt oben drauf, gefühlt 200-300 Meter über dem Tower, Pi mal Daumen. Und UFO Nummer 19, das ist hier oben in der Nähe von, ja, von diesem Kino, würde ich behaupten. Da könnt ihr auf jeden Fall, da in der Nähe im Kino, wird das auf jeden Fall spawnen. Da stellt ihr euch irgendwo auf irgendein Hausdach oder irgendwo in der Nähe oder auf irgendeinen Berg und ihr könnt das Ganze einfach und easy fotografieren. Dann haben wir UFO Nummer 20, das habe ich auch für euch und das ist auch ganz einfach und easy. Das befindet sich nämlich hier direkt, mehr oder weniger direkt hinter dem UFO von dem, aus dem Mace Bank, das ist direkt dahinter, das ist halt UFO Nummer 20. Ist auf jeden Fall sehr nice, aber UFO Nummer 20 hat meiner Meinung nach von der Art, wie man es fotografieren kann, beziehungsweise es vielleicht betreten kann, ein bisschen Besonderheiten, denn man kann es halt noch nicht nur von da, sondern man kann es auch noch von da drüben fotografieren, hier wo ich jetzt hinzeige, oder halt hier von dem Dach oder hier halt auch von dem Kran, der hier in der Nähe ist. UFO Nummer 21 ist direkt neben dem UFO, was auf der Mace Bank sich befindet, direkt daneben. Also beim Fotografieren ein bisschen aufpassen, nicht dass ihr das UFO doppelt fotografiert und es zählt am Ende dann nicht. So. Dann gehen wir auch weiter, Leute. Lass uns doch direkt weitergehen zum UFO Nummer 22. Dieses befindet sich hier in der Nähe von dem Casino. Hier oben, da wo ich gerade zeige, auf der Karte. Und dann müsst ihr ungefähr in die Richtung schauen, wo ich jetzt gleich mit der Kamera hinschaue, beziehungsweise mit der Sniper in diese Richtung. Irgendwo wird das UFO genau erscheinen. Plus, minus auch wieder ein paar hundert Meter in der Luft. So. Nächstes UFO, UFO Nummer 23. Von 26 befindet sich, wie gesagt, hier am Pier, am Del Bero Beach oder Beach, nennt es wie ihr will, Sprache lernen Bubble. Und ja, da befindet sich, wie gesagt, das nächste UFO. Es ist dann ungefähr hier irgendwo oberhalb des Piers irgendwo. Und ja, wenn ihr es gefunden habt, macht ein Foto oder lasst euch reinziehen. Wenn es dann funktioniert, entscheidet selbst, wie ihr machen wollt. Dann würde ich sagen, let's go, gehen wir zum UFO Nummer 24. Und zum bald letzten UFO. Und das ist hier am Würfelpark, am Legion Square. Wie gesagt, am Würfelpark. Meiner Meinung nach das am schwersten zu finden und fotografieren zu, beziehungsweise am schwersten zu fotografieren. Von allen Dingen, wenn es denn verschwinden sollte. Aber wenn es halt bleibt, dann ist es natürlich sehr einfach.
So, dann kommen wir zum UFO Nummer 25. Und das ist dann hier unten am Flughafen von Los Santos. Hier unten, da oben, findet ihr das hier, da wo ich Markierungen gesetzt habe. Ungefähr da wird das dann erscheinen. Und das Ganze ist dann etwa hier, da drüber, irgendwo Pi mal Daumen. Kann auch sein, dass die Location ein bisschen variiert und Rockstar ein bisschen trollt, aber das glaube ich eher weniger. Dann die gute und letzte Location, Nummer 26, befindet sich hier in der Nähe von dem Flugplatz. Könnt ihr vom Flugplatz ganz einfach fotografieren, wenn ihr ein Foto machen wollt. Und wenn ihr halt, wie gesagt, kein Foto machen wollt und euch reinziehen lassen wollt, dann müsst ihr halt, wie gesagt, da hingehen. Denke mal, aber dann, spätestens dann seht ihr das Ganze schon. Und by the way, nebenbei, Halloween-Wetter ist aktiv. Jungs und Mädels, feiern wir das doch ein bisschen. Ja, das soll es auch schon erstmal gewesen sein für das heutige Video. Mich freut, dass ich das zusammengetragen habe für euch. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst dem Video gerne ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann drückt dem Kanal doch gerne ein Abo rein. Und die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Keine Streams, keine Videos und keinen neuen Content. Ich bin raus, euer Zockerbeast91 und ciao.